Okay, Emily, du wohnst hier am Schwarzen Kanal. Kannst du mal erzählen, was in den letzten Monaten hier mit dem Kleingarten passiert ist? Ja, das wurde immer schlimmer. Also es gab viele Leute, die ja was rausgeholt haben und dann wurden Zäune gesetzt. Die Zäune sind dann auch häufig verschwunden, teilweise komplett. Dann waren sie mal offen, mal zu. Kam immer mehr Ordnungsamt dazu und teilweise auch Polizei, Securities sind angekommen und haben patrouilliert, haben die Leute dann verjagt und die Leute, die Material rausgeholt haben oder Pflanzen ausgegraben haben, sind dann vom Ordnungsamt verscheucht worden. Je nachdem, wer da war, die Polizei war ziemlich aggressiv auch bei der von der Vorgehensweise und hat Leute verscheucht dann. Ja. Mhm. Und es wurde halt immer mülliger und wurde halt immer mehr kaputt gemacht. Und viele Leute sind aber auch gekommen und haben halt viele Pflanzen ausgegraben, Bäume, was sie halt so brauchen können. Und jetzt ist es okay, jetzt kommt keiner mehr und beschwert sich. Das Unterschied, jetzt gerade ist es ruhiger. Also die Zäune sind immer häufiger offen. Mensch kann da auch sehr gut durchgehen mittlerweile. Und es sind auch weniger Leute da, die was rausholen und es ist ruhiger geworden jetzt. Ja, auf jeden Fall. Okay, und dann, was kannst du zu dem Müll hier sagen? Ja, der Müll wird stetig mehr. Also jetzt, wo keine Leute mehr hier wohnen, wird halt besonders der Parkplatz, der hier dran grenzt, regelmäßig als Müllablagerungsplatz genutzt. Die Müllberge wachsen und wachsen. Es wird auch regelmäßig wieder entfernt, aber es zumindest auf dem Parkplatz, aber das hat auch keinen Zweck. Also es wird halt auch genutzt, um Müll zu entsorgen. Und fühlt ihr euch hier noch wohl oder ist es schon unheimlich, wenn hier ständig Leute rumkommen und was suchen und so? Ich finde es grausam, wie es hier gerade ist. Also das hier war ein Bereich, wo ich sehr gerne durchgegangen bin, wo ich halt auch gerne mein Fahrrad dann geschoben habe, wenn ich auf den Schwarzen Kanal gefahren bin. Und wenn ich das jetzt sehe, es tut mir in der Seele weh. Also es waren schöne Gärten. Ich habe mich ja wohl gefühlt, wenn ich hier durchgegangen war. Die Leute waren auch nett. Und ja, also jetzt ist es sehr, sehr unangenehm. Und klar, wir achten natürlich auch drauf, dass keine Leute zu uns kommen. Wir sind zum Glück so ein bisschen ab vom Schlacht, dass das nicht so schlimm ist. Bei anderen Kleingärtnern, die halt da sind, ist halt auch schon eingebrochen und geklaut worden, die halt noch hier wohnen. Ja, okay, vielen Dank dann noch. Viel okay. Glück hier weiter. Ja, aber im Kleingarten.